Das große Geschichtenbuch vom kleinen Bären. Vierter Teil. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß und heute ganz besonders dir, liebe Mia. Gehen wir heim, kleiner Bär. Es waren einmal zwei Bären. Der große hieß Großer Bär und der kleine hieß Kleiner Bär. Eines Tages machten sie einen Spaziergang in den Wald. Sie gingen und gingen so lange, bis der große Bär sagte: Gehen wir heim, kleiner Bär. Sie kehrten um und gingen den Weg durch den Wald zurück. Stampf, stampf, stampf marschierte der große Bär. Der kleine Bär lief voraus und hüpfte und rutschte und es machte ihm großen Spaß. Doch plötzlich blieb der kleine Bär stehen. Er horchte und er drehte sich um und er schaute nach allen Seiten. Na komm, kleiner Bär, sagte der große Bär. Aber der kleine Bär rührte sich nicht von der Stelle. Ich habe etwas gehört, sagte der kleine Bär. Was hast du gehört? Fragte der große Bär. Stampf, 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 sagte der kleine Bär. Es könnte ein Stampfmonster sein. Der große Bär drehte sich um und horchte und schaute, aber es war kein Stampfmonster da. Gehen wir heim, kleiner Bär, sagte der große Bär. Das Stampfen waren meine Tatzen im Schnee. Sie gingen weiter ihren Weg durch den Wald. Stampf, stampf, stampf marschierte der große Bär. Neben ihm ging der kleine Bär und nur manchmal guckte er ein bisschen zur Seite. Doch plötzlich blieb der kleine Bär stehen. Er horchte und er drehte sich um und er schaute nach allen Seiten. Na komm, kleiner Bär, sagte der große Bär. Aber der kleine Bär rührte sich nicht von der Stelle. Ich habe etwas gehört, sagte der kleine Bär. Was hast du gehört? Fragte der große Bär. Plansch, 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 sagte der kleine Bär. Es könnte ein Planschmonster sein. Der große Bär drehte sich um und horchte und schaute, aber es war kein Planschmonster da. Gehen wir heim, kleiner Bär, sagte der große Bär. Das Planschen ist das schmelzende Eis, das in den Fluss fällt. Sie gingen weiter den Weg durch den Wald. Stampf, stampf, stampf marschierte der große Bär. Und ganz dicht bei ihm ging der kleine Bär. Doch plötzlich blieb der kleine Bär stehen. Er horchte und er drehte sich um und er schaute nach allen Seiten. Na komm, kleiner Bär, sagte der große Bär. Aber der kleine Bär rührte sich nicht von der Stelle. Ich habe etwas gehört, sagte der kleine Bär.
Was hast du gehört? Fragte der große Bär. Plumps, 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 sagte der kleine Bär. Es könnte ein Plumpsmonster sein. Der große Bär drehte sich um und horchte und schaute. Aber es war kein Plumpsmonster da. Gehen wir heim, kleiner Bär, sagte der große Bär. Das Plumpsen ist der Schnee, der von den Ästen fällt. Stampf, 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 marschierte der große Bär auf dem Weg durch den Wald. Doch der kleine Bär ging langsamer und langsamer und dann blieb er stehen und setzte sich in den Schnee. Na komm, kleiner Bär, sagte der große Bär. Wir sollten schon längst zu Hause sein. Doch der kleine Bär saß da und sagte nichts. Komm, ich trag dich, sagte der große Bär. Er hob den kleinen Bären hoch und setzte ihn auf seine Schultern. So marschierte er weiter auf dem Weg durch den Wald. Hu, hu, hu. Das ist bloß der Wind, kleiner Bär, sagte der große Bär und marschierte weiter auf dem Weg durch den Wald. Knacks, knacks, knacks. Das sind bloß die Bäume, kleiner Bär, sagte der große Bär und marschierte weiter auf dem Weg durch den Wald. Stampf, stampf, stampf. Das sind bloß wieder meine Tatzen, sagte der große Bär und marschierte weiter und weiter, bis sie bei der Bärenhöhle angelangt waren. Der große Bär und der kleine Bär stiegen hinunter in die Dunkelheit ihrer Bärenhöhle. Gleich bin ich wieder da, kleiner Bär, sagte der große Bär, wickelte den kleinen Bären in eine warme Decke und setzte ihn in den Bärenlehnstuhl. Der große Bär legte noch ein paar Holzscheite ins Feuer, zündete die Lampen an und machte es in der Bärenhöhle so richtig gemütlich. Jetzt erzähl mir eine Geschichte, sagte der kleine Bär. Und der große Bär setzte sich in den Bärenlehnstuhl und nahm den kleinen Bären auf den Schoß. Und er erzählte eine Geschichte von Stampfmonstern und Planschmonstern, von den Geräuschen des Waldes und von dem kleinen Bären und von dem großen Bären, die durch den Wald liefen, geradewegs. Heim. Jetzt waren sie zu Hause. Danke an Martin Wedel als Autor, an Barbara Firth als Illustratorin, danke an Regina Zwerger als Übersetzerin, danke an Annette Betz Verlag im Karl-Überreuther Verlag, danke an G&G Verlag, www.ggverlag.at. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren und wir hören uns. Eure Andrea Hammer.